Hallo, hallo. Heute machen wir eine Herzensentscheidung. Heute ist der heilige Christus in mir geboren. Das verlangt große Entschlossenheit und Hingabe, Liebes. Du bist kein Mensch. Gott hat keine Menschen erschaffen. Gott hat nur das ewige, herrliche Selbst erschaffen. Das Christus selbst, das Gott selbst, egal wie wir es nennen. Es gibt nur einen einzigen Sohn. Die Ausdehnung des Vaters. Und das bist du und das bin ich. Das sind wir alle als eins. Das ist das Licht, mit dem wir alles erleuchten und uns erlösen von der Vergangenheit. Ja, es verlangt eine große, große Hingabe zum Vater und zu uns selbst, das zu akzeptieren. Denn die Welt, die wir mit den Augen sehen, die können wir überhaupt nicht verstehen. Die kommt ja aus einer Wahnidee der Trennung, die es gar nicht gibt. Jeder tut sich weh mit jedem Gedanken. Und eigentlich ist es bedeutungslos, ob wir jemanden ermorden oder uns über ihn ärgern. Das ist genauso der Mord und der Tod. Und das ganze Opfergespiele. Ich kann doch nichts dafür und die anderen sind die Bösen, die Politiker, die Umstände. Nein. Jeder ist der ganze heilige Sohn Gottes mit aller Macht ausgestattet. Und was er erfährt in dieser Welt, macht er selbst durch seine Gedanken. Also, lass uns heute dem heiligen Christus in unserem Geist eine neue Geburt geben. Damit wir endlich die Gaben Gottes annehmen. Die Freude, den Frieden, das ewige Leben. Und erwachen zu dem, was wir wirklich sind. Gut, wir steigen ein. Ja, Jesus, ich bin ernst. Es ist so eine tiefe Entscheidung. Nur wenn ich mich ernst nehme. Wenn ich mich nicht als Ego, nicht als Person, sondern mich als das, was ich wirklich bin, ernst nehme. Und beginne mit dem Vater und dem Heiligen Geist als der Stimme für mich und den Vater zu arbeiten, zu vertrauen, kann ich aufwachen, sonst habe ich keine Chance. Ich muss mich entscheiden, das Leid in dieser Welt ganz glasklar zu sehen und mir nichts vormachen. Und wissen, ich bin leidfrei, glücklich, vollkommen erschaffen worden als der Christus. Und heute geben wir diesem Christus selbst in uns wieder eine neue Geburt. Ja, noch zur Einleitung. Nun ist es kaum mehr nötig, noch zu üben. Denn endlich werden wir in diesem letzten Teil verstehen, dass wir nur Gott anzurufen brauchen und jede Versuchung verschwindet. Warum? Weil Gott den Weg zu uns kennt. Der Vater kennt den Weg zu uns. Wir kennen ihn nicht. Wir müssen also nur ihn anrufen und er wird zu uns kommen. Statt Worten brauchen wir nur seine Liebe zu verspüren. Ja, wenn wir uns öffnen für die Liebe Gottes, die uns umgibt, die überall da ist, der Vater liebt uns, dann werden wir glücklich sein. Der will uns ja nur glücklich machen. Anstelle von Gebeten brauchen wir nur seinen Namen anzurufen. Vater, geliebter Vater, sei bei mir. Statt zu urteilen, brauchen wir nur still zu sein und alle Dinge geheilt werden zu lassen. Also wir laden ihn ein, wir laden die Liebe ein und alles wird geheilt. Wir wollen die Art, wie der Plan Gottes enden wird, akzeptieren, so wie wir die Art, wie er begann, empfingen. Jetzt ist er vollständig. Dieses Jahr hat uns zur Ewigkeit gebracht. Ja, Gott ist und alles, was lebt, lebt in ihm. Außerhalb von Gott ist nichts. Ich bin also in ihm, in der Ewigkeit zu Hause, im Vater. Nur im Vater lebe ich, denn nur im Vater gibt es Leben. Gott hat sich ausgedehnt zu mir. Also wer bin ich? Gottes Ausdehnung. Gott.
Ich rufe Gottes Namen zusammen mit meinen eigenen an. Gottes Name ist mein Erbe. Gott ist alles, was ist. Die Liebe, die Freude, das Licht, die Herrlichkeit, denn das bin ich. Der Vater und ich sind eins. Vater, Sohn und Heiliger Geist ist eins. Und der Heilige Geist hat mich schon erlöst. Jesus Christus, der Himmel, hat mich schon erlöst. Wir sind erlöst und können erlösen. Wir sind erwacht und können erwecken. Wunderbar. So, jetzt die Reflexion zu dem Thema, was ist Christi Wiederkunft? Ja, was ist Christi Wiederkunft? Hör noch mal ganz genau zu. Es ist so wichtig, das zu verstehen. Die Wiederkunft Christi, natürlich groß geschrieben, die so sicher ist wie Gott, ist nur die Berichtigung von Fehlern und die Wiederkehr der geistigen Gesundheit. Es ist die Rückkehr, dass ich mich so akzeptiere, wie der Vater mich erschaffen hat. Sie ist ein Teil des Zustandes, der das zurückerstattet, was nie verloren war und wieder einsetzt, was immer und ewig wahr ist. Wunderbar. Was ewig wahr ist. Sie ist die Einladung an das Wort Gottes groß geschrieben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gottes Wort. Das heißt, du bist mein heiliger Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das, ich habe dich erschaffen, sagt der Vater, du bist mein Sohn. Und das will ich akzeptieren, das Wort Gottes. Den Platz der Illusionen einzunehmen und die Bereitwilligkeit, meine Bereitwilligkeit, die Vergebung auf ausnahmslos und ohne Vorbehalt auf allen Dingen ruhen zu lassen. Und alles, was meine Körperaugen sehen, ist nicht da. Es ist meine Projektion. Es ist die alles einschließende Natur von Christi Wiederkunft, die es ihr erlaubt, die Welt zu empfangen und dich sicher zu bergen in ihrer sanften Ankunft, die alle Lebewesen mit dir umfasst. Ja, ich bin ja der Christus und ich bin das Ganze und ich bin eins mit dem Vater. Und wenn ich das akzeptiere, Christi Wiederkunft, dann ist es praktisch meine Wiederkunft. Ich bin hier als der Christus, umarme alle Schöpfung und alles, was ich projiziert habe, lasse ich im Licht vergehen. Die Befreiung, die Christi Wiederkunft bringt, hat kein Ende, da Gottes Schöpfung grenzenlos sein muss. Die Vergebung leuchtet Christi Wiederkunft den Weg, weil sie auf alles als eins leuchtet. Das ist es. Alle sind der eine heilige Sohn Gottes. Wir sind alle ein heiliges Selbst. So wird das Einssein endlich wiedererkannt. Wir teilen eine Identität. Nicht mehr, nicht weniger, keine Konkurrenz. Jeder hat alles bekommen vom Vater, was uns erfüllt und glücklich macht. Das ist unsere große Freude und unser Glück. Christi Wiederkunft beendet die Lektion, die der Heilige Geist lehrt und macht im jüngsten Gericht Platz. Also dem einen Urteil des Vaters, du bist mein heiliger Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, heilig und vollkommen wie ich. Indem das Lernen in einer letzten Zusammenfassung endet, die sich über sich hinaus ausdehnen wird und zu Gott hinaufreicht. Ja. Die Wiederkunft Christi ist die Zeit, in der ein jeder Geist den Händen Christi übergeben wird. Heute wird der heilige Christus in mir geboren, um dem reinen Geist zurückgegeben zu werden, im Namen der wahren Schöpfung und des Willen Gottes. Also ich gebe meinen Geist dir, Jesus Christus, dir, heiliger Geist, und bitte um Führung. Dann hat die Quelle meiner Gedanken gewechselt und ich bin im Glück. Christi Wiederkunft ist das eine Ereignis innerhalb der Zeit, das die Zeit selbst nicht beeinflussen kann. Denn jeder, der hierher kam, um zu sterben oder noch kommen wird oder jetzt gegenwärtig ist, wird gleichermaßen befreit von dem, was er gemacht hat. In dieser Gleichheit, Bruder, wird Christus als die einzige Identität großgeschrieben wiederhergestellt. Also wir sind gleich und teilen ein heiliges Selbst, eine Identität. Du bist ich und ich bin du. So hat uns der Vater erschaffen. Wird Christus als eine einzige Identität wiederhergestellt, in der die Söhne Gottes anerkennen, dass sie alle eins sind. Also das muss ich anerkennen, dass du eins mit mir bist im Vater. Und Gott, der Vater, lächelt auf seinen Sohn, auf seine eine Schöpfung und seine einzige Freude. Der Vater liebt uns. Aber als was? Als das eine heilige Selbst, das er sogar mit uns teilt. Denn wir sind ein Selbst, vereint mit unserem Schöpfer. Bete darum, dass die Wiederkunft bald sein möge, doch lass es darauf nicht beruhen.
Sie bedarf deiner Augen und Ohren und Hände und Füße. Also der ganze Zweck dieses Körpers ist ausschließlich Heilung der Welt. Sie bedarf deiner Stimme, also dafür noch der Körper. Aber am meisten bedarf sie deiner Bereitwilligkeit. Ja, ich gebe dir, Jesus Christus und Heiliger Geist, meine Bereitwilligkeit für meine Erlösung und die Erlösung der Welt, was das Gleiche ist. Lass uns frohlocken, dass wir Gottes Willen tun und uns dessen heiligem Licht vereinen können. Uns in dessen heiligem Licht vereinigen können. Siehe, der Sohn Gottes ist eins in uns. Ja. Ja, der Heilige Christus wird heute in mir geboren. Und wir können die Liebe unseres Vaters durch ihn erreichen. Also wenn wir Christus in unserem Geist akzeptieren, wenn ich dich, Jesus Christus, der du alle Lektionen gelernt hast, in meinem Geist akzeptiere, mich mit dir verbinde, was passiert dann? Ach, das ist so schön. Und akzeptiere, dass wir eins sind, gleich sind. Du bist ein Ich und ich bin du. Nicht, du bist der Lord, Jesus Christus, nein, du bist mein Bruder. Der hat alles gelernt, der kann mich an die Hand nehmen, aber wir sind gleich. Wir sind in einem Selbst vereint. Das ist die Herrlichkeit. Ich bin Gottes Sohn. Und dazu, Bruder, gehört Mut. Das zu akzeptieren, dass wir Gottes Sohn sind und dass Gott Vater keine Menschen, keine sterblichen Wesen erschaffen hat, sondern einen heiligen Sohn, der wir alle sind als eins. Das ist die ganze Erlösung, ja. Und jetzt kommt diese herrliche Lektion von heute. Ja, Lektion 303 ist natürlich wunderbar. Die 3 ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist 1. Alles andere ist null und nichtig und das wird nochmal bestätigt durch die 3. Ich kann es dir, wie gesagt, nicht lassen, mit den Zahlen zu spielen. Heute ist der heilige Christus in mir geboren. Was löst das in dir aus, fragt mich Jesus Christus. Ja. Heute ist der Heilige Christus in mir geboren. Ja, ich bin also, auf einmal bin ich wie eine Gottmutter, eins mit Gott Vater, dass ich jetzt mir selber, also mich von diesem begrenzten kleinen Selbst, was ich gemacht habe als Mensch, als Person, erlöse und mir praktisch selber eins mit Gott Vater eine neue Geburt im Geist gebe, als der Christus, der ich bin. Ja, es ist eine Entscheidung für mich selbst, als der Christus. Heute ist der heilige Christus in mir geboren. Ist ja als Tatsache formuliert, er ist geboren. Der ist heute in mir geboren. Ja, dazu muss ich nur ja sagen. Und dann kommt Freude auf. Das merke ich jetzt. Wacht mit mir, ihr Engel. Wacht heute mit mir. Das ist einer der wenigen Male, wo die Engel angesprochen werden, die mir helfen, die Boten Gottes vom Himmel. Wacht mit mir, ihr Engel. Wacht heute mit mir. Lasst alle heiligen Gedanken Gottes mich umgeben. Gedanken großgeschrieben. Also alle meine heiligen Brüder. Mich umgeben. Und mit mir stille sein, während des Himmels Sohn geboren wird. Ja, ich lasse es jetzt zu. Lasst irdische Geräusche schweigen und die mir gewohnten Anblicke verschwinden. Keine Dunkelheit. Da, wo Dunkelheit war, ist jetzt das Licht. Ja, lasst Christus dort willkommen geheißen werden, wo er zu Hause ist, in meinem Geist. Ich sage willkommen. Und lasst ihn jene Laute hören, die er versteht. Und nur die Anblicke sehen, die seines Vaters Liebe zeigen. Also ich lasse alle die Liebe ein. In allem, was ich sehe, ist Gott. In allem, was ich sehe, ist Liebe und Licht. Lass ihn nicht länger hier ein Fremder sein. Denn er ist heute erneut in mir geboren. Ja, ich gebe dir praktisch, Jesus Christus, in mir eine Geburt. Ich anerkenne, dass wir eins sind. Was passiert dann?
in deinem Gewahrsein, fragte er. Eine grenzenlose Freude, eine Weite, ein Gefühl der Herrlichkeit. Herrlichkeit, Heiligkeit, Unbegrenztheit, ja. Ja, ich fühle noch den Körper, aber er ist nicht im Vordergrund. Er sperrt mich nicht ein. Also der Geist öffnet sich jenseits des Körpers. Ich lasse die Tötung des Geistes nicht mehr zu, eingesperrt in einem Körper zu sein, als eine individuelle Seele, die reinkarniert oder irgend solch ein Unsinn. Nein, ich bin die Ganzheit. Gott ist meine Seele. Das Heilige Selbst ist meine Seele. Das ist unsere Seele. Die Herrlichkeit, die Ganzheit. Jetzt das Gebet. Dein Sohn ist willkommen, Vater. Ja. Er ist gekommen, um mich von dem Bösen selbst, welche ich machte, zu erlösen. Also ich öffne. Er ist das Selbst, selbst großgeschrieben, das du mir gabst. Er ist das Selbst, das du mir gabst. Er ist nur das, was ich in Wahrheit wirklich bin. Er ist der Sohn, den du über alles liebst. Er ist mein Selbst, wie du ihn schufst, wie du mich schufst. Es ist nicht Christus, der gekreuzigt werden kann. Nein. Das ist wahr. Lass mich in deinen Armen, großgeschrieben, sicher deinen Sohn empfangen. Lass mich in deinen Armen, also im Vater, in deinen Armen, Vater, da wo ich bin, den Sohn empfangen. Lass mich in deinen Armen den Sohn empfangen. Wow, ist das ein Gebet. Ja, ich wiederhole erst nochmal das Gebet. Langsam und du kannst es mit mir sprechen. Dein Sohn ist willkommen, Vater. Er ist gekommen, um mich von dem Bösen selbst, welches ich machte, zu erlösen. Er ist das Selbst, das du mir gabst. Er ist nur das, was ich in Wahrheit wirklich bin. Er ist der Sohn, den du über alles liebst. Er ist mein Selbst, wie du ihn schufst. Er ist mein Selbst, wie du mich schufst. Es ist nicht Christus, der gekreuzigt werden kann. Lass mich in deinen Armen sicher deinen Sohn empfangen. Ich bin in Gottes Arm, da wo Gott mich eingesetzt hat. Und heute sage ich ja mit vollem Herzen zu mir, dem Heiligen Sohn Gottes, der ich bin im Vater, mit dir eins, Bruder. Ist das eine Lektion? Gigantische Lektion. Heute ist der Heilige Christus in mir geboren, die Lektion 303. Wacht mit mir, ihr Engel, wacht heute mit mir. Lasst alle heiligen Gedanken Gottes mich umgeben und mit mir stille sein, während des Himmelssohn geboren wird. Ja. Lasst irdische Geräusche schweigen und die mir gewohnten Anblicke verschwinden. Ich will nur noch den Christus sehen. Lasst Christus dort willkommen geheißen werden, wo er zu Hause ist. In mir, in meinem reinen Geist. Ich bin Gott, die Mutter, eins mit Gott, Vater, und der Christus ist mein heiliges Selbst. Ich gebe mir selbst heute eine neue Geburt. Ich sage ja zu dir, Vater, und ja zu mir, deinem heiligen Sohn. Und lasst ihn jene Laute hören, die er versteht. Und nur Anblicke sehen, die seines Vaters Liebe zeigen. Ja. In allem, was ich sehe, ist Gott, weil Gott in meinem Geist ist. Lasst ihn nicht länger hier ein Fremder sein, denn er ist heute erneut in mir geboren. Also ich bin wirklich eins mit Gott, Vater, die ganze Zeit, der reine Geist, und gebe mir und damit dem gesamten Universum, den ganzen Himmel, eine neue Geburt im Licht. Als der Christus, als die Schöpfung, als das wahre heilige Selbst, das wir alle miteinander teilen. Wow, ist das eine Lektion.
Das ist die Lektion der Lektion. Eine Schlüssellektion. Ja, sie ist der Schlüssel selbst. Du hast recht, Jesus. Dein Sohn ist willkommen, Vater. Er ist gekommen, um mich von dem Bösen selbst, welche ich machte, zu erlösen. Ja, ist der Sprung in den erleuchteten Geist. Er ist das Selbst, das du mir gabst. Er ist nur das, was ich in Wahrheit wirklich bin. Er ist der Sohn, den du über alles liebst. Ja, er ist mein Selbst, wie du mich schufst. Ich bin das Selbst, ich bin der Christus. Es ist nicht Christus, der gekreuzigt werden kann, nein. Der Heilige Sohn Gottes ist unverletzlich. Ich kann als Christus nicht gekreuzigt werden, nicht Schmerz erleiden, nicht, gar nicht. Ich muss mich nur für den Christus entscheiden, dann leide ich nicht mehr. Es ist nicht Christus, der gekreuzigt werden kann. Lass mich in deinen Armen sicher, denn da bin ich, deinen Sohn empfangen. Mir geht's wunderbar. Ja, Jesus, du hast recht. Du hast recht. Nein, die Übung war heute überhaupt nicht leicht. Ich habe keine Ahnung, was dagegen stand. Aber du hast gesagt, ich werde, wenn ich dieses Video mache, mich mit unter deiner Führung zum Christus erlösen, mir eine neue Geburt geben im Vater. Im Vater, wo ich bin, als das ganze Heilige Selbst, als die Herrlichkeit, als die Ganzheit. Ach, Bruder, das ist so wunderbar. Wir sind nie im Körper gewesen. Wir sind kein Mensch. Wir sind das Leben. Wir entscheiden uns jetzt gegen Tod. Wenn wir den Körper anerkennen als wirklich und da eingesperrt sind, dann sind wir praktisch der Gott des Todes, weil wir ja das Ganze sind. Dann machen wir uns und alle Wesen zu Sterblichen. Willst du das? Nein. Wir entscheiden uns heute für das Leben, für das ewige Leben im Vater, da wo wir sind. Da, wo uns der Vater eingesetzt hat. Die Liebe, die Freude, das himmlische Kind. Wir sind der Heilige Sohn Gottes. Das Heilige Selbst. Heute geben wir uns selber Geburt, als der Heilige Christus ist in mir geboren. Heute. Wunderbar. Ich bin dankbar für diese herrliche Lektion. Und ich freue mich, dass wir eins sind im Vater. Ja, Jesus, ich fühle unser Einssein. Wo die Schöpfung ist, wenn ich eins mit dir im Vater bin. Ich bin die Schöpfung. Die ist in mir. Wo sind alle Lebewesen, alle Brüder? Ach, das ist so schön, die sind alle Teil von mir. Ja, da bin ich wirklich wie eine heilige Mutter, die Ausdehnung des Vaters, und gebe in meinem Geist dem heiligen Christus, den wir alle miteinander teilen, eine neue Geburt. Eine neue Geburt. Gib mir in diesem Sinne eine neue Geburt. Wunderbar. Wie es dem Körper geht. Also ich will mich einfach nicht mehr begrenzen lassen. Ich will die Herrlichkeit annehmen, die Schönheit, Jesus. Ja, ich fühle den Körper noch. Ja, es ist da ein Druck drin. Im Kopf, überall. Geh in diesen Druck und frag, was er dir sagt. Ja, der sagt natürlich einen vollkommenen Blödsinn. Was? Du bist ein Mensch und musst ein Mensch bleiben, denn Gott hat die Menschen erschaffen. Und das ist die Überzeugung der Welt. Selbst in den Kirchen wird es gelehrt. Und das ist nicht wahr. Gott hat nicht Sterbliche erschaffen. Gott kann nur das ewige, herrliche, heilige Selbst erschaffen, dass wir alle als eins sind. Und damit sind alle weltlichen Religionen vorbei, Religionen vorbei. Das muss ich heute entscheiden. Ich entscheide mich gegen alle falschen Götter. Ja, und drehe es einfach um. Ja, auch den Schiff Baba und Jehova und Allah und
dem falschen Christengott, der angeblich Himmel und die Hölle, ja, Himmel und Hölle, Himmel und Erde erschaffen hat. Und die Erde, das Leben der Erde, auf der Erde mit Krankheit, Leid und Tod, ist doch die Hölle. Das kann doch Gott, der nur Liebe ist, nicht erschaffen haben. Wir müssen nochmal eins und eins zusammenzählen. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Und heute will ich meinen Vater anerkennen und mich und dem heiligen Sohn Gottes, dem heiligen Sohn Gottes, dem Christus, der ich bin, eine Geburt in meinem Geist geben. Ja, danke, danke, danke. Das machen wir heute. Ja, nein, der Druck ist weg. Jetzt bin ich total glücklich im Vater. Wunderbar, danke.